So, dann geht es hier weiter an der Stelle. Und zwar, ich gucke nochmal ganz kurz. Hier drüben war da auch noch eine Treppe oder sowas. Glaube ich, da irgendwie eine Rampe. Gehen wir mal hoch. Da bin ich ja beim letzten Mal da vorne quasi. Bin ich ja hier lang gekommen. Hallo? Da bin ich nämlich vorbeigelaufen an der Stelle. Und ich will mal ganz kurz gucken, ob ich da irgendwie noch was finde. Da oben scheint ja irgendwas zu liegen, glaube ich. Oder auch nicht. Okay, Sackgasse. Nicht los hier. Da hat man zumindest mal, naja, so ein bisschen Überblick. Da hinten liegen auf jeden Fall noch Items. Die können wir uns gleich noch holen. Und ansonsten war hier drüben ja noch. Da ist auch noch ein Item. Das habe ich auch noch nicht geholt. Verdammte Axt. Mann, da war ich doch schon. Naja, gut. Einmal nochmal in die Richtung. Und dann kann ich, glaube ich, nochmal hier die Rampe ausprobieren. Bevor wir in die andere Richtung gehen. Mal schauen, was da los ist. Ah, geht nichts über. Oh, ein schönes scharfes Schwert. Einmal zack durch. Ein bisschen Wurmragout. Was haben wir denn hier Schönes? Prismastein. 10 Stück, alles klar. Gerade merkwürdige Geräusche. Sehr komisch. Ja, dann einmal hier nach oben. Denn es hieß auf jeden Fall, wir sollen drei so eine Leuchtfeuer löschen, um halt die anderen zu entzünden. Direkt die Schalen vor dem Tor. Und zumindest könnte es ein Hinweis darauf sein, dass. Oh mein. Aua. Sind echt hässlich, die Viecher mit dieser komischen Maske da. Oh mein Gott, wo bist du denn her? Sollte, glaube ich, diese Spezialattacken von den Waffen viel öfter einsetzen. Ich meine, ich habe leider nicht so viele Fokuspunkte, habe jetzt auch nicht wirklich geskillt. Wäre aber, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für einen Nahkämpfer mal wirklich ein bisschen Fokuspunkte zu investieren. So, ich meine, noch so eine Flamme, die war. Oh Gott, da bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, da kommt gerade ein Gegner angerannt, aber es war nur ein Phantom. Und die nächste Flamme geht aus. Sehr schön. Haben sie aber ein bisschen asymmetrisch gebaut. Hätten sie die dritte Flammenschale irgendwie in die Mitte bauen können. Sowas so leicht versetzt vorne. Anstatt hier irgendwie zwei links, eine rechts. Oder wie sieht das denn aus? Faules Kiefernharz. Sehr schön. Oh, mein Gott, ich wollte ja sagen, ich habe gerade. Aua, Geräusche gehört. Den habe ich echt nicht gesehen. Naja, was soll's. Weiter geht's. Hier, vielleicht haben wir da irgendwie ein Item oder sowas zu holen. Ne, hier ist die Stelle, wo wir wieder runter können. Und dann gehen wir einmal kurz hier drüben runter. Ich glaube, da kommen wir. Ganz kurz schauen. Waren wir hier schon mal? Da hinten ist auf jeden Fall ein Item zu sehen. Das haben wir noch nicht geholt. Ansonsten hier links, so der Bereich, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist der Part, den wir tatsächlich schon in der letzten Folge erkundet haben. Oh mein Gott, hallo. Boah, hier schreckt mich jedes Mal, wenn hier so eine Viecher ankommen. Oh mein Gott, hier geht's nicht voran. Ist natürlich nicht gut. Oh mein Gott, sind das wieder Gegner. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Großschwert. Ich bin mir echt nicht so sicher, ob sich das lohnt, halt mal Glück zu skillen oder sowas, denn es gibt halt immer nur ein Pünktchen dazu. Das ist nicht wirklich viel.
dass man einfach halt vielleicht ein bisschen mehr Loot bekommt oder sonstiges, sondern ich glaube auch die Vergiftungschance, so ein Kram oder Blutenschance steigt halt gerade bei so einem Waffen wie das Ushikatana, wo man halt doch mehr Blutungsschaden macht. Ist doch in Ordnung, ist in Ordnung. Vorne kommt auch noch so ein Typ angerannt. Das ist wirklich echt so 1:1 Blight Town. Auch jetzt gerade hier natürlich mit den Verlangsamungseffekten im Wasser, dass man halt wirklich nicht so richtig schnell vorankommt. Das macht aber nichts. Aber ich finde es echt cool, dass man halt so wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also dass man halt einfach so eine Wiedererkennungswerte hat. Also gerade auch die alten Zonen, sowas, das ist auch noch ein Item. Das habe ich auch gar nicht eingesammelt. Hm. Merkwürdig. Ja, also dass man so Wiedererkennungswerte hat, das finde ich echt ziemlich cool gemacht. Mal kurz noch in die Richtung hier. Ist hier noch irgendwas zu finden? Nee, das haben wir schon. Okay, dann immer hier rüber, schnell das Item einsammeln. Ja, wie gesagt, ich finde es richtig cool, dass man so Wiedererkennungswerte hat und auch Isolet und sowas, was ich bisher gehört habe, scheint ja wieder da zu sein. Dann merkt man halt wirklich mal, dass es eine Welt ist und nicht irgendwie drei Spiele für sich, sondern halt wirklich eine Welt, die in sich geschlossen ist. Lila Moosklumpen, sehr schön zum Heilen. Dann gehen wir hier runter. Na, ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich hier direkt unten bleibe, direkt da hinten mal zum Item latschen. Ich muss mich erstmal an den Punkten orientieren, die ich jetzt überhaupt sehe. Und dann können wir vielleicht immer noch mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber zumindest jetzt von Item zu Item hangeln irgendwie. Oh, da haben wir irgendeinen Kessel oder sowas. Hier sind schon mal drei Items zu finden. Wolfsblut Grasklinge. Okay, klingt jetzt erstmal wie vielleicht eine Waffe, die irgendwie Ausdauergeneration ermöglicht. Schau mal ganz kurz. Wolfsblut Grasklinge. Wenn es denn überhaupt eine Waffe war, das ist ja immer so eine Sache. Schau mal ganz kurz. Irgendwie, ich sehe es nämlich gerade nicht hier so drin. Udo Momento, dann schauen wir ganz kurz hier rein. Wolfsblut Grasklinge. Hier, was ist das denn? Beweis der Pflichterfüllung eines Wachhundes von Pharon. Okay, was soll das sein soll? Oha, was ist denn das da hinten? Ach du Scheiße. Estus zu betrinken. Ah, hier ist wieder so ein Estus Sonnenlicht-Talisman. Hier ist wieder so ein Estus Topf. Sehr schön. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier drüben noch was. Das ist, Moment, ist das die Brücke, wo ich vorhin drauf rumgelatscht bin, in Richtung Lagerfeuer? Das könnte durchaus sein. Ja, das sieht so aus. Aber dann gehe ich mal kurz hier rumgucken, denn unten war ich auf jeden Fall noch nicht. Hier liegt noch irgendwas? Nee, hier liegt nichts mehr. Schade, ich dachte, es hätte so geleuchtet. Oh mein Gott. Vielleicht so viele davon. Na, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel insgesamt schon besser. Also jetzt, was ich bisher so gesehen habe. Oh Gott, das sind zwei so riesen Gegner, wenn ich es richtig sehe. Auf jeden Fall schon besser als Teil 2 bisher. Wobei jetzt Teil 2 hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich muss sagen, das hier ist noch ein bisschen besser. Insgesamt von der Art und Weise her gefällt mir sehr, sehr gut. So, die Frage ist, was sind das jetzt für Gegner? Sind das irgendwelche... Wahrscheinlich werde ich gleich mal sterben.
Oh, das sind es sogar drei. Ach du Scheiße. Okay, okay. Ja, nee, läuft, ne? Okay, man sollte vielleicht nicht drunter stehen bleiben. Aber es ist natürlich echt mies, dass man hier, während man gegen diesen Gegner kämpft, auch noch mit diesen komischen Totenköpfen da zu tun. Das heißt, wenn er auf den Boden schlägt, muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass man nicht getroffen wird. So, wir gehen mal ganz kurz zu dem anderen Leuchtfeuer. Ruinen der Feste. Denn ich denke mal, das war tatsächlich auch das, der Weg, wo ich gerade unten drunter durchgelatscht bin. Zumindest wirkt es so. Wir gucken mal ganz kurz raus hier vielleicht. Irgendwas zu erkennen. Da hinten liegt auf jeden Fall ein Item, was ich gerade richtig gesehen habe. Da. Und ansonsten, guck mal, hier vorne sind die Gegner. Ich denke mal, das ist wirklich tatsächlich die Brücke, wo ich rübergelaufen bin. Dann gehen wir immer runter. Idealerweise ohne runter zu springen. Mal hier vorne vielleicht noch was zum Einsammeln. Immer schön die Ecken erkunden. Es kann durchaus mal sein, dass man... Oh, nee, nee. Bleibt ihr mal, wo ihr seid, hier vorne. Mit euch will ich gerade nicht spielen. So, einmal hier runter. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, hier unten liegt noch ein Item. Liegt hier vielleicht noch irgendwas? Nö, da ist nichts. Hier vorne ist auf jeden Fall schon mal das Tor, welches wir gerade versuchen zu öffnen, indem wir die Dinge ausmachen, diese... Ja, Leuchtfeuer. Kleine Titanitscherbe. Sehr schön. Und dann können wir hier ganz vorne mal die Items einsammeln. Ohne Riesenkrabbe. Ach nö, nicht schon wieder... Das ist natürlich die Frage, hole ich mir jetzt erstmal meine Seelen zurück oder mache ich gleich die Krabbe? Auf jeden Fall sollte man mal gucken, dass man die Riesenkrabbe tötet, denn die letzte, die ich getötet habe... Oh shit, jetzt bin ich noch reingerollt, war ich natürlich nicht. Die hatte nämlich einen Ring dabei, einen Ring des großen Sumpfes. Okay, ich stelle mich gerade recht breit an. Irgendwie habe ich sie gerade eingeklemmt hier vorne. Okay, das war natürlich eine sehr dumme Idee. Ja, damit sind die Seelen schon mal Geschichte. Diese 4000, die ich vorne verloren habe, das macht aber nichts. Da gibt es nämlich noch eine ganze Menge Items hier bei der Krabbe zu finden. Und ich möchte die auf jeden Fall haben. Da ist bestimmt irgendwas Geiles dabei oder sowas. Man kennt das ja. Da vorne ist auch noch ein Item. Okay, also Items gibt es hier jedenfalls eine ganze Menge zu looten im Sumpf und man muss echt aufpassen, dass man nichts übersieht. So, komm mal her hier. So, Freund Krabbe, jetzt bist du erstmal Geschichte. Oh, ich
Ich muss auf jeden Fall aufpassen, hier vorne darf ich nicht kämpfen. Hier ist tiefes Gewässer, da komme ich auf jeden Fall nicht voran. So, komm mal her hier. Na komm doch. Komm. Hallo. Okay, ich glaube, sie hat mich jetzt entdeckt. Hoffe ich zumindest. Also jetzt kommt sie auf jeden Fall angelatscht. Okay, bin ich auf jeden Fall zu früh gerollt, glaube ich gerade. Die haben auch echt eine Menge Lebenspunkte, die blöden Drecksviecher. Ich meine, wenn das mit dem Angriff von vorne klappt, dann ist es hier nicht das Problem. Aber irgendwie... Shit, das wäre wieder die Wahrscheinlichkeit gewesen, anzugreifen. Oh, falsch. So, ist jetzt Geschichte. Dreckskrabbe. Na. Jetzt. Oh mein Gott, ich dachte schon. Ist ja versemmelt. Im Wappenring lauernder Drache. Sehr schön. Cool. Der hat doch, was macht der denn? Ich weiß gar nicht, war das Verlängerung? Ja, alles klar, Verlängerung. Verlängert Wirkung von Zaubereffekten, sehr schön. Das ist schon mal ganz gut, gerade für Zauberer ist gar nicht so unwichtig, dass man halt irgendwie so Buffs oder sowas in der Richtung nutzen kann, die halt ein bisschen länger halten. Oh Mann, ey, hier komme ich echt schnell voran. Und so viele Items hier, unglaublich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Krabbe zu erledigen. Große Seele eines unbekannten Reisenden, ja. Der hat leider etwas Pech gehabt, das war wahrscheinlich ich vorher. Goldenes Harzbündel. Und eine Glut. Sehr schön. Die können wir ganz gut gebrauchen. Ich hätte gerne noch mehr davon, von den Glutdingern hier zum Einsammeln, aber naja. Seele eines namenlosen Soldaten. Auf jeden Fall gibt es ja schon ein bisschen was zum Einsammeln. Hier auch nochmal drei Items. Das sind. Ach, das ist wie so ein weißer Baum. Krone von Dusk. Alles klar. Gucken wir uns gleich mal an. Junger weißer Zweig. So, was macht denn die Krone von Dusk? Krone von Dusk. Gegenstandsinfo anzeigen. Krone geschmückt mit Federn übergeben an eine Prinzessin von Oklasil. Keine Ahnung, wie das Ding ausgesprochen wird. Dem Land der goldenen Zaubereien. Ich bin gerade überlegen, war das nicht irgendwie auch groß in dem komischen Sumpf unten, wo die Hydra war bei Teil 1, dass da auch irgendeine komische Troda war? Ich bin mir nicht ganz sicher. Durch den Segen der Wächterin Elisabeth wird die Macht und Wirksamkeit der Zauber des Trägers erhöht. Der durch Zauberangriffe erlittene Schaden steigt aber ebenfalls. Okay, das ist natürlich ja, so Glaskanonen-Style. Im Prinzip mehr Schaden austeilen, aber auch mehr Schaden erleiden. Also wenn du triffst, dann triffst du. Und wenn du halt daneben schießt und selber Treffer kassierst, bist du relativ schnell Geschichte. Und da vorne haben wir auch noch ein Item. Ich bin da halt überlegen, wo man jetzt als nächstes hin kann. Also hier vorne. Das sind ja die komischen Viecher gewesen. Also ich müsste mir auf jeden Fall erstmal neue Heiltränke holen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier am Rand weiter, dass wir einfach mal schauen, ob hier noch was ist. Da liegt noch ein Item rum. Oh mein Gott. Weil die Viecher auch noch von der Decke hier. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar mehr drin.
Und Ton Knochensplitter, sehr schön. Damit hätten wir dann Estus Flakons plus 2, wenn ich das dann ins Leuchtfeuer werfe im Schrein, im Feuerlingsschrein. Sehr schön. So, da ist auf jeden Fall die Tür. Die müssen wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Wahrscheinlich werde ich sie wieder nicht finden, wenn ich dann irgendwann mal hier bin oder sowas. Also wenn die Dinger alle offen sind. So, hier haben wir noch eine Schnecke. Was ist denn hier? Irgendeine Lampe? Ah, eine Leiter. Okay. Ist halt die Frage, ob ich unbedingt schon hoch will. Naja, wir klettern mal hoch und gucken, was da oben so los ist. Okay, erstmal noch nicht so viel. Hier können wir reingehen, theoretisch, glaube ich. Oh, ein Leuchtfeuer, sehr schön. Oh, hallo, wer bist du denn? Das ist aber ein großes Hundi. Da ist ein Item zum Einsammeln. So, hier haben wir einen Fahrstuhl, der irgendwie, keine Ahnung, noch weiter nach oben führt. Vermute ich mal, weiß ich nicht genau. Wir gucken erstmal draußen lang. Irgendwie muss man da hochkommen. An das Item. Ach, hallo. So ein bisschen funkelt die denn nicht. Sehr schön. Dann scheint hier aber nichts weiter zu sein. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Da war irgendwie eine Markierung noch. Ganz kurz schauen, ob da irgendwie was hochging. Zumindest scheint der Wolf friedliebend zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, sonst hätte er mich hier bestimmt schon angegriffen. Ja, okay. Asche eines Traumjägers. Okay, da haben wir schon wieder neue Asche. Das heißt, wir können der Dame im Stuhl, im Feuerlingsschrein, können wir jetzt wieder Asche geben und neue Items bekommen. Wer bist du denn? Hallo. Zum alten Wolf von Pharon beten. Etikette der Legion. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Eigentlich will ich es nicht. Ich weiß auch nicht, alter Wolf von Pharon. Keine Ahnung, was das für ein Eid ist. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das macht aber nichts. Ich will es erstmal nicht haben. Und ich meine, notfalls können wir ja theoretisch direkt zurück teleportieren, denn hier haben wir ja gleich ein Leuchtfeuer. Von daher alles kein Problem. So, und dann einmal hier noch Items einsammeln. Keine Titanitsche, aber da vorne ist so ein Item zum Einsammeln, allerdings ist da wieder so ein hässlicher Typ da vorne. Boah, die sieht man aber echt ein bisschen schlecht hier im tiefen Gewässer. Oh oh, jetzt muss ich mich aber langsam mal heilen hier. Ja, jetzt könnte ich doch echt mal so einen Ring gebrauchen, dass man einfach vorankommt. Oh, da vorne ist auch so ein Riesengegner. Ach du Scheiße. Also hier im tiefen Gewässer gegen die zu kämpfen ist echt nicht gut. Aber ich versuche es trotzdem nochmal. Da vorne ist so ein Item, das möchte ich natürlich haben. Aber ich muss den Typen erstmal ranlocken. Okay, das war zu früh. Ja, nee, ist klar, ne? Läuft. Ach, jetzt hör doch mal auf hier mit dem Scheiß.
Hier ist tiefes Gewässer, ich komme nicht voran. Verdammte Axt aber auch. Oh, scheiße. Ich glaube, jetzt bin ich gleich Schichte. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ach du Kacke. Warum ist denn hier überall tiefes Gewässer, sag mal? Was ist das für eine Scheiße? Wo bin ich denn hier, sag mal? Erstmal weg. Weg, weg, weg. Ach du Kacke, ist ja übel. Okay, also die Viecher sind echt assi mit diesen komischen scheiß Totenköpfen. Oh Mann, oh Mann. Ja, dass ich natürlich jetzt direkt im tiefen Gewässer stand, war jetzt auch nicht wirklich förderlich für meine Lebenspunkte. Schade, schade. Naja, komm, wir gehen nochmal runter und gucken nochmal, ob wir den vielleicht erledigt kriegen. Also auf jeden Fall werde ich einen großen Bogen um die machen, wenn ich nicht unbedingt hin muss. Aber dadurch, dass da Items liegen, muss ich natürlich hin. An dieser Stelle ist auch echt assi, dass man hier runterkommt und direkt aufs Maul bekommt von den Viechern, ey. Drecksplan. Boah, überall dieses tiefe Wasser. Ich höre doch schon noch was. Alles klar, Freunde. Einmal ganz kurz hier die noch erledigen. Nicht, dass sie gleich noch angelatscht kommen, wenn ich gerade gegen den komischen Typen da kämpfe. Boah, also wenn du da zwei von an der Backe hast, dann ist echt ungünstig. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass es da eine einfache Möglichkeit gibt. Vielleicht irgendwie wieder so ein Konterangriff oder sowas. Mal schauen. Mein Gott. Das ist schwer, ist langsam hier, verdammt. Oh shit, das habe ich vergessen, die Explosion. Oh mein Gott, das ist ja noch eine Schnecke. Mann. Ja, nee, läuft, ne? Also eigentlich gar nicht. Kann ihm aufhören, diese Scheiße da zu zaubern. Sag mal, was ist denn das für ein Wix-Gegner? Oh mein, ich bin tot. Alter, was sind denn das für Gegner, sag mal? Nicht zum Aushalten. Okay, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich bin hier gerade zweimal an diesem Gegner gescheitert und es gibt noch so viele davon, verdammte Axt, aber er bewacht Items und da müssen wir natürlich hin, von daher führt kein Weg dran vorbei. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier an der gleichen Stelle und bis zum nächsten Mal. Jo, schönen Tag noch, ciao.